Hier stand eine Mülltonne. Ich bin mir ziemlich sicher, hier stand eine Mülltonne. Und zwar ziemlich genau an dieser Stelle da vorne. Das Problem ist allerdings, dass der Nachbar hier irgendwie ja, uns auf dem Kieker hat. Okay. Ja gut, halt uns ja bloß auf dem Laufenden. Also wir werden jetzt mal kurz einmal nochmal auf die andere Seite gehen, wo dieser Hundezwinger war. Und ist jetzt dahin hinter diesem komischen Zaun verschwunden. Der kommt jetzt her. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zu einem Samstagsvideo um 18 Uhr. Es ist mittlerweile kurz nach 3:30. Eigentlich war für jetzt gerade was komplett anderes angesagt. Aber wir sind hier in der Nähe von einer Location, die ich vor ungefähr 4 oder 5 Wochen schon mal gemeinsam mit Heiko besucht habe. Wir waren auf dem Gelände drauf, um ein anderes Gebäude auszuchecken und haben dann gesehen, dass das Haupthaus vermeintlich auch verlassen ist. Ich war kurz drauf. Ich blende euch auch gerne mal die Bilder ein, die ich da an dieser Stelle aufgenommen habe. Und auf dem Rückweg zum Auto haben wir gesehen, dass auf einmal der Schornstein gibt Rauch ab. Und das heißt ja, dass geheizt wird. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade in der Nähe und wollen uns das Ganze nochmal anschauen. In dem Sinne, viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. Irgendwo in der Nähe von Hamburg, an einer abgelegenen Bundesstraße, liegt ein Haus, welches auf den ersten Blick sehr verwohnt aussieht. Augenscheinlich sieht es so aus, als wenn es schon viele Jahre im Dornröschenschlaf liegt. Der Garten ist komplett zugewachsen, auf den Wegen breitet sich das Moos aus und in der Tür vom Hundezwinger stecken Schlüssel, die längst verrostet sind. Wird unsere Erkundung zu einer echten Gefahr? Sind wir auf dem Grundstück eines noch bewohnten Hauses und sind wir hier vielleicht doch etwas weit gegangen? So Leute, eine Stunde später, in 2 Minuten und sage und schreibe 800 Metern erreichen wir das Ziel. Ich bin mal gespannt, ich habe eben gerade schon zu Heiko gesagt, es kann natürlich auch sein, dass wir da jetzt ankommen, da ein Auto auf dem Hof steht und dann hat sich das Ganze schon gegessen, dann werdet ihr das hier nie sehen. Ich bin echt gespannt, was das jetzt wird. Also hier vorne auch nochmal ganz kurz für euch, eine komplett verlassene Landstraße. Hier rechts ist ein Nachbar. Da scheint aber auch wirklich irgendwie nur Viehbetrieb zu sein, beziehungsweise Bauernhof. Ich glaube nicht, dass da jemand wohnt. So Leute, Heiko sitzt jetzt da hinten im Auto. Und Marcel und ich laufen jetzt erstmal zu diesem besagten Haus über eine komplett loste Straße, wie man so schön sagen könnte. Und das auch noch bei herrlichem Sonnenwetter. Ja, und falls ihr euch jetzt über die Qualitätsunterschiede wundert, ich habe das Ganze jetzt einfach so gemacht, dass ich die große Kamera im Auto gelassen habe und nur die GoPro mitnehme, weil ich mir wie gesagt erstmal nicht sicher bin, ob das Ganze verlassen ist und weil ich keinen Bock habe, die Kamera hier die ganze Zeit durch die Gegend zu tragen. Also sollte das was sein, dann wird auf jeden Fall die große Kamera noch geholt, aber ansonsten, ja, GoPro-Qualität geht ja auch klar in meinen Augen. So Leute, wir sind an der Location angekommen. Da vorne hat das letzte Mal der Schornstein gequalmt. Und das ist definitiv ein sicheres Zeichen dafür, ja, dass das irgendwie geheizt wurde. Beim letzten Mal war auch das Tor offen. Und, Moment mal, hier stand eine Mülltonne. Ich bin mir ziemlich sicher, hier stand eine Mülltonne. Und zwar ziemlich genau an dieser Stelle da vorne. Also ich habe jetzt gerade nochmal die Aufnahme abgeglichen vom 25. Februar um 4:30. Und da sieht man ganz eindeutig eine schwarze Mülltonne, die ziemlich genau da vorne stand und das ist ein sicheres Indiz dafür, dass hier auf jeden Fall Bewegung ist. Auf jeden Fall. So, da vorne sind 2 Laternen und rein theoretisch müsste hier, wenn ich jetzt den Schalter betätige, zack, geht da vorne nämlich das Licht an. Das war beim letzten Mal auch schon so. Das Problem ist allerdings, dass der Nachbar hier irgendwie ja, uns auf dem Kieker hat. Ich würde sagen, wir nähern uns dem Ganzen einfach nochmal von der anderen Seite, weil es kann ja auch sein, dass die Tonne einfach rausgeholt wurde. Ach Leute, ich weiß es nicht. Es ist immer wieder spannend und genau das macht es auch irgendwie so spannend, dass sich dann doch ja, nochmal wieder was ändert. Heute qualmt zwar nicht der Schornstein, aber ich weiß es nicht. Hier war auf jeden Fall Bewegung, würde ich sagen. So Leute, hier vorne das Haus nochmal von der anderen Seite. Also selbst die Haustür, ich habe es glaube ich eben gerade noch gar nicht erwähnt, sah letztes Mal so aus wie provisorisch mit einem ja, Zahlenschloss vom Fahrrad zugemacht. Es ist halt wirklich sehr, sehr kurios hier alles. Also wie gesagt, der Schornstein qualmt heute nicht.
Das ist doch hier alles ganz kurios. Jetzt stehen die Mülltonnen da vorne wieder. Und, oh, das ist interessant. Da hinten ist so eine Gartenpforte. Und die scheint zu sein. Das heißt, hier ist auf jeden Fall Betrieb. Haustür sich, glaube ich, auch verändert. Hier hinten ist noch so eine Art Hundezwinger. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das auf der GoPro-Aufnahme sehen könnt. Das sieht interessant aus. Das sieht irgendwie so freigeschnitten hier aus. Und soweit ich das beurteilen kann, hat sich die Haustür auch verändert. Also hier vorne sieht man einen Zaun. Hier vorne und da vorne. Das heißt, hier müsste das Grundstück rein theoretisch enden. Das ist ein gefriedetes Gebiet. Und das hier hinter ist normaler Wald. Das heißt, da könnten wir rein theoretisch herumgehen, um dann uns einen kleinen Überblick von der Seite da vorne zu verschaffen. Heiko und ich hatten hier letztes Mal so einen Weg gefunden. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau war. Das ist ganz kurios hier irgendwie alles. Also wie gesagt, der Nachbar, der sich da befindet, der hat den kompletten Blick auf das Feld und auf dieses Anwesen hier vorne, wo wir uns jetzt gerade befinden. Heiko, es ist auf jeden Fall mega, mega interessant. Wir haben jetzt vorne mal abgecheckt und die Mülltonne ist weg und die Haustür sieht auch komplett anders aus. Okay, okay. Also hier hat sich ein bisschen was aufgeklärt. Also der eine ist hier weggefahren, der andere Nachbar hat sich mit seinem Auto zurückgezogen. Okay, ja gut, halt uns ja bloß auf dem Laufenden. Also wir werden jetzt nochmal kurz einmal nochmal auf die andere Seite gehen, wo dieser Hundezwinger war und werden das aber auch irgendwie alles relativ im Auge behalten. Ja, alles klar. So, wie das letzte Mal auch schon war, müssen wir uns hier erstmal einen Weg durchbahnen. Hier ist alles komplett zugewachsen, aber ich will euch nochmal kurz die Pforte zeigen. Oh, das ist hier, das hat sich hier irgendwie voll verändert. Ich komme mir vor wie auf so einer richtig geheimen Mission. Ich brauche eine Pause. War dann ganz freundlich. Da ist es über die andere Seite vom Feld. Alles klar, wir haben ihn gerade gesehen, der guckt hier auch rüber. Hier ist alles ganz merkwürdig, Heiko. Ich glaube, wir brechen das Ganze ab. Der kommt hierher. Heiko, der kommt hierher. Okay, Leute, folgende Lage. Heiko wurde gerade angesprochen von einem Bewohner des Hauses. Anscheinend wohnt da halt wirklich jemand oder ist er einfach beim Hof zugange. Und dieser Mann, der den Heiko eben gerade angesprochen hat, ist jetzt genau hier am Feld entlang gelaufen, kam kurz ein Stück auf uns zu und ist jetzt dahin hinter diesem komischen Zaun verschwunden. So, hier vorne ist jetzt die besagte Pforte und zwar ziemlich genau da, wo mein Zeigefinger jetzt ungefähr im Bild ist. Ich möchte hier eigentlich ungern weitergehen, weil man sieht auf jeden Fall, es hat sich immens verändert, immens. Ja, und hier vorne auf dem Bild sieht man die Pforte, die wir halt provokant geöffnet haben. Man sieht Veränderungen. Leute, dieser Herr, ich muss jetzt mal die Kamera ein bisschen verstecken. Der kommt jetzt her. Das ist jetzt wieder ein anderer. Der hat jetzt einen blauen Pullover an. Das ist alles ganz kurios hier. Ich kann die Kamera da gar nicht so drauf halten. Marcel nimmt das Ganze nochmal mit dem Handy auf. Also definitiv kein Lost Place, hier ist Bewegung. Wir müssen mal sehen, dass wir jetzt irgendwie zum Auto zurückkommen. Ich werde jetzt Heiko noch mal kurz anfunken. Heiko, hier ist schon wieder ein Typ ans Gattertor gekommen. Wir kommen jetzt erstmal zurück. So Leute, wir sind jetzt erstmal wieder zurück zum Auto gegangen. Wir mussten die Erkundung tatsächlich abbrechen, haben aber ja eigentlich unser Ziel erreicht. Wir wollten wissen, ist das Ganze ein Lost Place oder ist das Ganze kein Lost Place? Und ja, wie es scheint, ist da Bewegung auf dem Gelände drauf. Mülltonne ist verrutscht, Tor hinten ist wieder zu, das, was wir provokanterweise aufgemacht haben. Und ja, die Haustür, die ist auch nicht mehr verbarrikadiert, sondern richtig zu. Also ohne dieses, ja, Schloss. Was sagt uns das? Kein Lost Place. Waren erfolgreich in dem Sinne, dass wir halt Bescheid wissen. Aber eins muss man wirklich sagen, das ist eine wunderschöne Natur hier. So Leute, was soll ich sagen? Es ist nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Ich glaube, ich wiederhole mich da in dieser Hinsicht. Wir sind jetzt nochmal ein Stückchen weitergefahren mit dem Auto, haben nochmal wieder ein paar herrliche Drohnenaufnahmen gemacht, die ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt und wahrscheinlich gleich im Outro auch nochmal sehen werdet. Ja, tolles Wetter. Was kann man noch dazu sagen? Mich ärgert das so ein bisschen, aber ich habe mir sowas schon fast gedacht, denn so eine Location in dieser Lage wird nicht einfach jahrelang leer stehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Da lebt wahrscheinlich ein ganz, ganz alter Mann drin oder eine ganz, ganz alte Dame oder vielleicht sogar beides, die es vielleicht nicht mehr schaffen, grundsätzlich den Hof aufzuräumen und deswegen stand die Tür wahrscheinlich auch ein bisschen länger da auf. Ich meine, knapp einen Monat ist jetzt vergangen, als wir das letzte Mal hier waren. Gut,
War auf jeden Fall trotzdem interessant. Wir haben wieder einiges erlebt. Heiko wurde sogar noch angesprochen von dem, ein Hofbesitzer oder Hofeigentümer, ob er irgendwie Hilfe brauchen würde. Aber Heiko sagte, nee, er macht nur eine kleine Pause. Den haben wir auch irgendwie aufgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, bleibt gesund und munter. Ciao.